Okay, es geht weiter. Und okay. Ich muss nach oben anscheinend. Gibt's hier oben was? Weil hier gibt's auch einen Weg. Oh, hier geht's weiter. Ach so, das war das hier nur, dass man mich hier heilen kann. Okay, zieh. Ach komm. Ach, jetzt das schöne Leben wieder weg, du elender Wichser. Ach, fick dich doch. Komm. So, kann man auch machen. Kommt nicht dieser komische Freak jetzt. Ja. Ach, der hat auch so Goku auch richtig Schwierigkeiten gemacht im Anime. Ich weiß noch ganz genau. Ach komm. Die kleinen bisschen Schmerzen kann ich schon aushalten. Komm. Weg mit dir. So schnell kann man einen jemanden töten. Ich habe echt gedacht, dass er mir Schwierigkeiten macht, aber anscheinend ist es nicht so, wie ich mir dachte. Ach du heilige Kacke. Okay, der letzte von denen. Okay, das ging ja noch schnell. Warte, was gibt's da unten? Irgendwas muss da. Ach, da ist nichts. Oh, komm. Okay, ich gehe mal den Weg hier. Und einfach los. Ich gehe wieder in der Höhle. Und taub. Und Zubat meine ich. Wir kommen jetzt zügig voran, Leute. Sehr zügig. Wir haben schon den. Ich bin dem dritten. Das ist jetzt gerade der vierte Part. Und ich bin schon so weit gekommen. Sehr, sehr gut. So. Jetzt kommt irgendwas von oben. Ach komm. Ach komm schon. So, danke. Danke. Oh, Kacke. So, weg mit dir. Und weg mit. Okay, weg mit euch. Danke. Ach komm. Oh, Bratschinchen, gut so. Kommt jetzt gleich ein Boss oder so? Kann es sein? Glaub schon, oder? Ja, der Boss. Tut mir leid, aber diesen Schatz wird sich die Red Ribbon Armee unter den Nagel reißen. Nicht ihr schon wieder. Sieht so aus, als wäre dies das Ende dieser Höhle. Ich werde mich eurer entledigen und nach den Dragon Balls suchen müssen. Glaubst du, ich würde ihn so in solch Typen wie euch überlassen? Hat er nicht so eine komische Fähigkeit gehabt, der Macker? Oh, Kacke, wie viel Leben er hat. Ach, fahr zur Hölle. Okay, komm, so. Es läuft ja bis alles noch gut. Er hört nicht auf mich zu treten. Was ist los mit ihm? Was? Kacke.
Was zur Hölle? Du Wichser, neuer Versuch. So, okay. Muss auch passen. Okay. Wenn man schlau denkt, dann schafft man das auch. Okay, das war ein bisschen dämlich von mir jetzt. Okay, gut. Ein bisschen Leben opfern ist ja, schadet ja nicht. Scheiße. Wieso hat er mich jetzt bekommen? Ach komm, das ist sowieso dämlich. Okay, komm. Was zur Hölle? Von wo kam die Eisenkugel, verdammte Kacke? Ey, nochmal. Von wo kam die verdammte Eisenkugel? Ey, das regt mich jetzt auf. Von wo kam diese Eisenkugel? Er hat die bestimmt nicht aus seiner Hosentasche jetzt irgendwie geholt. So. Kacke, 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 kacke. Ach du heilige Scheiße. Was? Ey, nochmal. Ich hab den Trick raus. Nochmal. Ich weiß jetzt, wie man jetzt besiegt. Das größte Problem sind die Steine. Man muss nur ausweichen, danach hat man das auch geschafft. Komm. Halt die Fresse, du elender Wichser. Der will mich unbedingt treffen. Okay, ich habe perfekt eine Position gefunden. Okay, geschafft irgendwie noch. Kacke.
Komm jetzt! Komm jetzt! Geschafft, endlich! Boah! Gebiet klar! Boah! Ah, die Höhle! Stürzt gleich ein! Wir haben keine Wahl. Entweder wir flüchten, jetzt oder nie. Boah, endlich. Goku und Bulma schafften es nicht nur, die einstürzende Höhle zu verlassen, sondern Goku fand auch noch einen Dragon Ball. Allerdings den 3-Stern-Dragon Ball. Boah, das war knapp. Dieser Dragon Ball ist nicht der meines Großvaters. Wie bitte? Sei froh, dass wir noch leben. Tja, dann werde ich wohl weitersuchen. Mir reicht's. Mich brauchst du nicht mehr um Hilfe zu bitten. Speichervorgang. Boah. Ah, der Quittenturm. Land von Karin. Auf seiner Suche nach dem nächsten Dragon Ball betrat Goku Karins Land. Es dauerte nicht lange. Da gab der dort ansässige Upa Goku den 4-Sterne-Dragon Ball. Da tauchte da plötzlich der Red Ribbon Armee angeheuerte Söldner Tau Bai Bai auf. Was war geschehen? Upas Vater Bora war getötet worden. Vater! Du Elender! Dafür wirst du büßen! Tau Bai Bai. Du willst freiwillig einen solchen Tod? Ach du Kacke, ich werde verlieren. Es gibt keine Chance, dass ich gewinne. Man kann auch nicht von mir erwarten, dass ich mit so wenig Leben auch irgendwie gewinne oder so. Ach du Kacke. Was? K.O. Verdammte Kacke. Niederlage. Nun denn, ich habe mich um den Jungen gekümmert. Und diese komischen Dragon Balls besorgt. Ich würde sagen, ich habe mein Teil erledigt. Ich verschwinde von hier. Du elender Wichser. Ah, Goku, du lebst noch. Warte. Okay, weiter. Aua, wie kommt's, dass ich... ein Dragon Ball? Aha, mein Großvater hat mich gerettet. Ich wünschte, mein Vater wäre auch noch am Leben. Hör zu, ich werde alle Dragon Balls sammeln und deinen Vater wieder zum Leben erwecken, Opa. Aber wie besiege ich diesen Typen? Warum versuchst du nicht auf den Quittenturm zu klettern? Gute Idee, da oben soll es Wasser geben, das einem besondere Kraft verleiht. Also dann werde ich mich mal da hochsteigen. Viel Glück, Goku. Boah, Goku begann den Quittenturm emporzusteigen, um den mächtigen Tau Bai Bai zu besiegen. Er kletterte und kletterte, ohne das Ende zu sehen zu können. Also kletterte er weiter. Aber dann reichte er schließlich die Spitze des Turms. Keusch, das ist also die Spitze, was? Hey, Eremit, gib mir etwas Wasser. Ich bin beeindruckt, dass du so weit gekommen bist. Ich bin der Eremit Karin. Was? Du bist der Eremit? Hör mal, du hast hier doch ein mysteriöses Wasser, stimmt's? Ach, das heilige Wasser. Davon habe ich natürlich etwas. Aber wenn du davon trinken möchtest, musst du mich 10-mal fangen. Wenn dir das gelingt, kannst du es so viel Wasser trinken, wie du willst. Abgemacht. Dich fange ich bestimmt. Ach du Kacke. Ach so, okay. 2... okay, 3. So, 6. Was? So. So. So, 3. 2. Okay,
Kacke. Eins. Geschafft. Gebiet klar. Boah, das ist knapp. Zu dir gibt es aber keine Zeitvorgabe. Juppie. Ich habe dich 10-mal gefangen. Beeindruckend. Hier ist das Wasser. Schluck, schluck, schluck. Hey, schlucken und so. Hey, ich fühle mich kaum anders. Das ist normal. Das heilige Wasser ist ganz gewöhnliches Wasser. Hä? So ein Mist. Du hast mich also reingelegt. Hahaha, nein. Ich hab dich nicht reingelegt. Indem du mich gefangen hast, hat sich deine Kraft um ein Mehrfaches vergrößert. Ist klar. Wirklich? Danke, Karin. Ja, dann tschüss. Was für ein hastiger kleiner Kerl. Unterdessen im Land von Karin. Sag mir, wo sich der letzte Dragon Ball befindet. Du hast meinen Vater umgebracht. Nie im Leben erzähle ich es dir. Du eigensinniger kleiner Pflege. Am besten drehe ich dir einfach den Hals um. Wow! Hör sofort auf. Was? Du bist noch am Leben? Ich gebe dir diesen Dragon Ball nicht. Und du schlägst mich nicht nochmal. Hahaha. Das wirst du bereuen. Wie du willst. Sprich dein letztes Gebet. Okay, ich muss jetzt ihn gegen ihn gewinnen. Hä, wieso habe ich weniger Leben als ihn? Okay, komm. Hä? Okay, so und so und so. Jetzt komm nochmal. Und so und so und so. Und runter mit dir. Okay, ich hab gewonnen. Und so. Und so weiter. Gut so. Es geht bergauf. Und so. Und bams. Okay, es geht sehr gut voran. Und so. Und so, und so, und so. Und so, und so, und so. Sehr, sehr, sehr gut von mir. Okay, ich gewinne langsam mehr. Ich komme langsam auch mit der Steuerung klar. Und weg mit dir. Und Kacke. Ich habe ihn ein bisschen unterschätzt. Komm jetzt. Und weg mit dir. Kacke nochmal, ja. Ja, der mit deinem Schwanz. Tau Bai Bai. Ich hab's geschafft. Ich hab den Söldner Tau Bai Bai besiegt. Banzai. Also dann werde ich mich beeilen, alle Dragon Balls zusammen zu bekommen. Und deinen Vater wieder zu Leben zu erwecken. Upa. Okay. Dem Radar zufolge befindet sich alle Dragon Balls an der gleichen Stelle. Klar, das muss das Quartier der Red Ribbon Armee sein. Perfekt. Dann mache ich den gleichzeitig den Gar aus. Tschüss, Überschallwolke. Sei vorsichtig. Sammelgegenstände, Handgranate erhalten. Tau Bai Bai ist nun für 2 Kämpfe auswählbar. Speichervorgang. Gespeichert. Red Ribbon Armee. Wartet mal. Okay, hier bin ich, die Partner, und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.